Hey Leute, Thema der Woche ist, was tun, wenn man nicht akzeptiert wird. Ich habe das Thema zwar selber vorgeschlagen, aber ich habe nicht wirklich was dazu zu sagen. Ich habe es aus dem Grund vorgeschlagen, weil ich mit der Zeit immer wieder mitbekommen habe, dass viele, sehr, sehr viele Trans-Männer, Frauen, Eichhörnchen, was auch immer, nicht akzeptiert werden. Und deswegen hatte ich die Hoffnung, dass die anderen Jungs das dazu zu sagen haben. Ja, ich kann eigentlich nur die üblichen Ratschläge geben. Bei mir ist es alles zum Glück gut verlaufen. Also die ganze Familie hat mich akzeptiert. Und ich weiß, da war ich schon bei Freunden gehen. Wenn ihr es irgendjemand sagt, die Person kommt nicht damit klar oder will es einfach nicht akzeptieren, dann streicht die Person aus eurem Leben, die ist es nicht wert, dann mag sie euch nicht so, wie ihr seid, weil Menschen sind in eurem Leben, weil sie euch mögen, für die Person, die ihr seid. Und wenn sie dann auf einmal sagt, nein, wenn du das durchziehst, dann mag ich dich nicht mehr, das was, dann können wir es vergessen. Bei mir in der Selbsthilfegruppe zum Beispiel ist einer, der hat sich geoutet bei seiner Mutter und dann hat sie gemeint, nee, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, bis du mit allen fertig bist. Kannst du ruhig durchziehen, aber bis dahin möchte ich nicht mehr mit dir zu tun haben. Und dann kannst du wiederkommen und dann bist du halt der verschollene Sohn aus was weiß ich woher. Und das hat die ernst genannt. Also das ist sowas, da könnt ihr, ich weiß nicht, ist das auf jeden Fall meine Meinung. Wenn meine Mutter sowas sagen würde, würde ich sagen, ja okay, tschüss, dann hau ich ab, aber dann brauchst du auch nicht mehr denken, dass ich mich jemals wieder bei dir melde. Weil wenn die sowas abziehen wird, dann ist es einfach nicht wert. Liebt sie mich nicht genug dafür. Und was ich auch gemerkt habe, das war damals bei den Eltern von meiner Ex-Freundin, waren sehr religiös und alles halt sehr engstirnig und bla bla. Und die war besser drauf als der. Auf jeden Fall war es halt so, bin ich dann mit irgendwann hingekommen zu denen und habe auch mit denen geredet und habe ich gerade bei ihr gemerkt, sie war da viel offener und wollte auch die Sachen verstehen, wie das abläuft und wie das weitergeht und alles mögliche. Und ich habe gemerkt, je mehr ich ihr davon erzähle, wie das der ganze Weg ist, wie man sich fühlt, was später passiert, was man machen kann, was für Möglichkeiten es alles gibt, dann kam sie besser damit klar. Sie hat mich zwar immer noch nicht akzeptiert, aber ich finde, viel Akzeptanz kommt durch Unwissenheit. Wenn man nicht weiß, dann hat man wie ein Schubladendenken und stößt Sachen von sich. Deswegen klärt die Leute auf und ja, zeigt den Channel mit was und diese Sachen. Auf jeden Fall wirklich, je mehr meine Freunde und Familie darüber Bescheid wissen, umso mehr akzeptiert haben sie auch die ganze Sache. Weil es geht ja in dem Moment auch nicht nur um einen selber, sondern um die anderen, die müssen ja auch so das Denken ändern, die müssen sich dann anders sehen, alles. Na, könnt ihr nicht so egoistisch sein, nein, ich gehe hier durch die ganze Scheiße und du musst mich jetzt sofort akzeptieren. Jeder braucht Zeit für eine Umstellung. Ich habe selber trans Freunde, bei denen ich dann nicht jahrelang kann, auf einmal haben sie sich geoutet und dann musste ich mich selber auch erstmal umstellen, wenn das jahrelang gewesen ist. Und das hat nichts mit Inakzeptanz zu tun, weil ich bin da, ich akzeptiere die so, wie sie sind. Das ist halt einfach wirklich der Mensch, das ist ein Gewohnheitstier. Wenn ich mich an den Namen gewöhnt habe, braucht es halt eine Weile, bis ich mich umgestellt habe. Und die Weile sind nicht nur ein paar Stunden, sondern sind dann halt ein paar Tage. Aber wie gesagt, wenn ihr Freunde habt, die euch nicht akzeptieren, dann